Herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen bei einem neuen Ausflugstipp. Heute stelle ich euch die Trollstegen vor, sei es mit dem Auto oder als Ausflug von einem Kreuzfahrtschiff. Ich kann die Trollstegen empfehlen. Ich war bereits mehrere Male dort und hatte auch oft Glück mit dem Wetter. Und heute präsentiere ich euch die Trollstegen bei bestem blauen Himmel und noch mit Schneeresten. Wenn das Kreuzfahrtschiff im Geiranger Fjorden festmacht, dann geht der Ausflug von Süd nach Nord auf der Reichsstraße 63. Das Walldal, hier beginnt der Ausflug in diesem Video. Ab Walldal sind es ca. 20 Kilometer aus dem grünen Tal mit dem tollen Fjord. Führt es hinauf, ja, etwas kurvenreich, aber ja, eigentlich alles machbar, nach oben auf das Plateau mit der Aussichtsplattform. Sommerliche Temperaturen, Wochenende. Ja, die Einheimischen sind hier unterwegs, ob mit dem Fahrrad, mit dem Auto, auf Skitouren. Ja, und die ganz großen Könner fahren mit dem Fahrrad und skieren auf dem Rücken hier hoch. Also das ist Wahnsinn, was ich hier gesehen habe. So sportliche Leute. Thank you.
11 Haarnadelkurven winden sich hier den Berg hinauf von Åndalsnes bis nach Valldal. Es ist ein Teil der goldenen Route auf der Reichsstraße 63 in Norwegen. Ja. 1916 begann der Bau der Trollstigen. Schlussendlich wurde die Straße am 31. Juli 1936 vom König Håkon VII. Eröffnet. Ein paar Stufen noch und dann kommt eine tolle Aussichtsplattform. So, ich gehe jetzt noch hier die Treppen nach unten und dann werfe ich auch mal einen Blick durch die Glasscheibe oder über die Glasscheibe. Mit 11 Haarnadelkurven windet sich die Straße den Berg hinauf und überwindet so knapp 450 Höhenmetern bis zu einer Steigung von 12%. Sie gehört zu den spektakulärsten Bergstraßen in ganz Europa. In den Wintermonaten sind die Trollstigen gesperrt. Ja, und aktuell im Jahr 2024 war sie nur ein ganz kleines Zeitfenster geöffnet und ist dann wieder gesperrt worden aufgrund von Steinschlaggefahr. Nach atemberaubenden Fotos gehe ich jetzt den Weg zur Touristinformation und zum Ausflugscenter zurück. Traumhafte Ecke hier, ein wenig Kondition ist erforderlich. Vieles ist ohne Stufen. Aber zum Schluss, zu der Aussichtsplattform, da müssen doch ja so 30 Stufen bewältigt werden. Aber meist ist es hier so eben, wie wir jetzt hier gerade im Video sehen. Bei Kreuzfahrten, die in Åndalsnes festmachen, fährt der Reisebus dann südwärts die Straße ins Valldal. Dann folgt noch eine Fähre, Geiranger mit den Adlerkehren. Und schließlich geht es dort wieder aufs Schiff. Und umgekehrt gibt es das Ganze natürlich auch noch. Das Schiff lädt die Gäste im Geiranger Fjord aus für den Ausflug, fährt dann zeitgleich des Ausfluges bis nach Åndalsnes. Und dort können die Gäste wieder zusteigen. Ich glaube, auch in Ålesund wird sowas auch von einigen Reedereien angeboten. Dann aber als Tagesausflug und was dann über 10 Stunden meist geht und nur zu den Trollstigen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, dieser Tipp hat euch begeistert. Ja, bis zum nächsten Mal. Schaut einfach auf meinem Kanal durch. Hier gibt es einige interessante Sachen zu erleben.